So, mein Text heißt Der Mann am Tore. Der Mann am Tore, es geht um einen ehemaligen Pfarrer. Ehemalig, weil er ist gestorben. Er war ein ganz großer Helge Schneider-Fan. Er hat das so richtig geliebt. Und weil er ihn so geliebt hat, hat er versucht, so zu sprechen wie er. Und das hat er irgendwie nicht mehr rausbekommen. Er kann es zwar nicht, aber er hat es trotzdem probiert. Er war auch nicht sehr beliebt in seiner Gemeinde. Nur ein Stich, ja. Und bitte um Einlass. Seid bitte so gnädig und öffnet einem ehrenwerten Mann die Tore. Es erschallte eine Stimme aus einer unbestimmten Richtung. Nein? Wie soll ich das jetzt verstehen? Kennt ihr mich nicht? Ich bin es, der Pius. So lasst mich doch herein. Und wieder diese Stimme. Nein. Ich deute diesmal als Ironie. Oder bin ich etwa hier einer Prüfung ausgesetzt, die ich bestehen soll? Ich weiß nicht, ob ich dies hier noch lange nervlich durchstehen kann. Nun bitte ich aus tiefstem Herzen erneut um Einlass. Bitte. 3 Sekunden vollkommene Ruhe, bis sich die Stimme wieder meldet. Die Antwort lautet nein. Mach dir keine Sorgen, ich kenne dich, Pius. Doch bedenke, ich verwende keine Ironie. Das ist es, was mich von Menschen unterscheidet, plus die vielen anderen Dinge. In diesem Augenblick tritt einer mit Sprengstoffgürtel bekleideter Mann an die Tore. Die Türe öffnen sich. Der Neuankömmling tritt herein. Ja, und das Tor schließt sich wieder. Wieso wird er hereingelassen? Der hat doch bestimmt unschuldige Menschen auf dem Gewissen mit so einem Sprengstoffgürtel. Pius, deine Hartnäckigkeit ist schon was bewundernswert. Nun höre mir zu. Dieser Mann lebt ein ruhiges und bescheidenes Leben. Er lobpreist alltäglich den Allmächtigen. Er bot ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause. Er war ein guter Mann. Bevor er sich überhaupt in die Luft sprengen konnte, rutschte er auf ein Stück Katzenkot aus und brach sich das Genick. Er starb noch am Unfallort. Und jetzt bekommt er noch seine 72 Jungfrauen? Pius, du hast schlecht zugehört. Er hat sich nicht in die Luft gesprengt. Würde er denn seine 72 Jungfrauen bekommen, wenn er sich in die Luft gesprengt hätte? Wieder eine kleine Pause. Pius, es ist Zeit für dich zu gehen. Aha. Wird mir jetzt etwa ausgewichen? Unbequeme Antworten werden wohl nicht beantwortet. Pius, man nennt dies die Aussitztaktik. Ich mache das schon fast seit 2000 Jahren. Ich bestehe darauf, dies zu erfahren. Pius, ich bin niemandem verpflichtet, eine Auskunft zu erteilen. Nun ja, ich schickte damals täglich eine Liste an Wolfgang Schäuble. Aber sonst bin ich zu nichts verpflichtet. So langsam wird mir bewusst, ja, wie die Welt ist, wie sie ist. Diese ganzen Katastrophen auf der Welt, wie sie geschehen konnten und so, diese Leiden, diese unerhörten, wirklich nicht erhörten Gebete. Pius, das ist mir einfach zu viel Arbeit. Warum so sensibel? Das wart ihr früher aber nicht. Nun höre mir zu. Ihr Menschen seid wie Fliegen. Die Fliege fliegt gegen die Scheibe. Ihr setzt die Welt an die Wand. Durch Zerstörung und Krieg. Die Fliege raffelt sich wieder auf,
erholt sich innerhalb von wenigen Sekunden und fliegt erneut gegen die Scheibe. Auch ihr versöhnt euch und erholt euch, um dann direkt in die nächste Katastrophe zu schlingern. Ein sich wiederholendes Spiel. Das alles ist mir die Mühe nicht mehr wert. Pius war sprachlos. Ihr Menschen legt viel zu viel Wert auf Schlechtes und beachtet zu wenig das Gute. Es gibt Helligkeit und Dunkelheit. Es gibt Weiß und Schwarz. Pius, verstehst du das? Darf ich jetzt hineintreten in die schöne Helligkeit? Pius, du hast kleine Jungs vergewaltigt. Ab ins Fegefeuer mit dir. Danke.